es müssen hier bei New Great Castle Adventure in Anführungszeichen nur noch zwei Level abgeschlossen werden. Das heutige wird sein Level 33 Dangerous Lifts. Mal gucken, wenn uns das so lange auffällt wie Level 32, wird es den ganzen Part einnehmen. Ist halt das letzte Tier hier in der Episode. Ich hoffe natürlich, dass ich beide Level in diesem Part hier irgendwie unterkriege. Bezweifle es dann aber doch sehr stark. Und die Musik kann ich nicht zuordnen. Klingt so ein bisschen wie ein Sonic, aber da bin ich absolut kein Experte. Ist das hier so ein Glücksspiel? Mit oben, unten, wähl die richtige Richtung, sonst bist du tot. Oder sind es einfach nur verschiedene Wege? Interessante Glasröhren auch, die nicht durchsichtig sind. Gutes Design. Ich habe halt nur keinen Bock, hier irgendwo drauf zu gehen. Und ich rieche schon, dass der Stern irgendwo ganz random sein wird. Das war Fail. Da ist eine Eisblume. Okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, hier bin ich mit Tanuki ganz gut bedient. Hier muss man springen. Okay. Ist doch so ein bisschen Glück dabei, würde ich mal sagen. Aber solange keine Sterne an so was hängen, ist erstmal alles noch in Ordnung. So, ich kann mir vorstellen, dass da oben irgendwas ist. Die Feuerblume will ich jetzt auch nicht unbedingt. Da kann man nicht rein. Ich will mein Tanuki behalten. Ne. Da oben wird wahrscheinlich ein Wonderboar so drin sein. Ein Stern. Kann es ja nicht sein. Ich hätte vielleicht doch gegebenenfalls die Feuerblume mitnehmen sollen. Wegen diesen Blöcken, die man schmelzen kann. Das hätte gegebenenfalls dann Sinn gemacht. Okay, ist jetzt zu spät. Ist hier vielleicht noch was? Ich meine, ist nach dem Checkpoint. Da gibt es ja zumindest in normalen Spielen sehr oft Power-Ups. Aber hier nicht. Bitte jetzt nicht schon wieder so schnell bewegende Plattformen. Die funktionieren sehr oft gar nicht so gut, wie sie sollen. Das muss echt nicht sein. Jetzt sind so ein paar grundlegende Design, in Anführungszeichen, Fehler, die man machen kann. Aber noch ist grenzwertig. Okay. Eine Feuerblume. Aber ich bleib noch beim Tanuki. Ja, die wird jetzt langsam ein bisschen schnell. Die rote Platte. Übrigens, ich habe gestern überhaupt keinen langen Tag gehabt. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Ich war nicht bis 11 Uhr abends wach. Morgens erstmal beim Ranking-Spiel vom Kegeln. Wenn ihr es seht, ist eh schon wieder eine Woche her. Und dann abends noch vom Angelverein aus Koppelangeln. Ja. War relativ lang der Tag. Muss man ja sagen. Aber gefühlt ist das Level hier tausendmal einfacher als das vom letzten Part. So. Aber noch war keine Passage, wo man irgendwas schmilzen muss. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt wieder eine Platte über dem Loch, die sich sehr schnell bewegt. Eigentlich muss sowas nicht sein. Okay. Jetzt hier schnell weiter, bevor anderen Platten was machen können. Ich bin sehr froh, dass ich einen Tanuki habe. Ohne wäre das hier brutal. Aber ich gehe auch davon aus, dass es hier keinen Tanuki in dem Level gibt. Okay. Ist schon mal ein Exit Star. Ich bezweifle aber, Secret Exit und Secret Exit Star auf einer Route liegen. Hier ist aber auch nichts. Ist hier ein Troll, wo man nochmal zurück kann? Nein.
ist auch nichts. Okay. Dann nehme ich erstmal den Exit Star hier mit. Weil ich gerade keine Ahnung habe, wo hier was sein kann und ich jetzt auch keinen Bock habe, irgendwie nachzugucken, machen wir erstmal mit dem letzten Level weiter, dass wir hier vielleicht noch ein, zwei Sterne erstmal rausholen bei Level 34, Nightmare Lair. Ebenfalls 3 Sterne. Wie jedes Level hier im letzten Tier. Außer die Bonus-Level. Und das ist Metroid. Da wird sich der Minator freuen. Okay, Feuerblumen funktionieren hier schon mal anders. Die Physik ist ein bisschen verdreht. Erinnert mich so ein bisschen an Super Mario Land Returns. Da war es genauso mit der Physik. Da war es aber auch nicht die Feuerblume an sich, die man bekommen hat. Okay, so nice das hier auch sein mag. Auf den ersten Blick. Ich habe ein bisschen Schiss, weil diese Level können sehr verwirrend und groß sein. Ich bezweifle einfach, dass ich hier auf Anhieb alles finden werde. Da möchte ich nicht rein. Diese Grafik ist so ungewohnt. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Dürfte auf Super Metroid sein. Der Grafikstil. War es gerade ein Glitch oder sollte man hier so runter? Okay. Hab ich eine Lotuspflanze? Ah, okay. Dann kommt der Mist ja auch noch ins Spiel mit den Seitenwechseln. Das kann hier echt was geben. Ich bin ganz froh, wenn ich hier überhaupt was finde. Ah. Man soll runter, aber nicht mehr hoch. Okay, verstehe. Das ist gegebenenfalls leicht glitchy. Das ist eine Feuerblume und in der anderen Röhre da drüben ist ein Stern. Links irgendwo, aber ich glaube, bin ich jetzt schon vorbei. Was soll's, ich gehe erstmal nach oben. Vielleicht findet sich hier noch was. Aber nein, hier komme ich nicht mehr hoch. Okay, also ein Secret Star wird sich da oben wahrscheinlich in der Röhre befinden. Hätten wir das schon mal geklärt, wo sich einer befindet. Fehlt trotzdem noch ein zweiter versteckter Stern. Ich weiß nicht, sind das da unten Lava-Elemente oder sind das einfach Manchas? Ein bisschen dicker. Das Stacheln geht ja auch. Diese Blöcke gehen mir jetzt schon auf den Sack. Die sind etwas verwirrend. Da gibt es ja nicht mal ein Power-Up. Ich überlege gerade, soll ich da hochgehen? Nee, geht gar nicht. Und natürlich kann man Panzer nicht mitnehmen. Macht doch voll Sinn. Okay, aber da oben kann ich in die Röhre mit einem gezielten Sprung. Da könnte ich mir auch was Verstecktes vorstellen, aber da kann man nicht rein. Zumindest habe ich es gerade nicht geschafft. Ich versuche es lieber nochmal. Aber scheint eine Exit-Röhre zu sein. Ja. Okay. Gut. Schaden machen die Viecher nicht. Drauf springen kann man auch nicht und da kommt man auch hoch. Nicht runter. Hallo, Cooper in Form eines Metroids. Immerhin, man kann auf die ganzen Gegner hier drauf springen. Da kommt man auch nicht lang. Hier aber. Oh Gott, das wird ein Chaos. Das werde ich niemals so finden. Hier ist kein Gegner. Da werde ich hundertprozentig irgendwo nachgucken müssen. Im Editor wahrscheinlich, wo hier irgendwas versteckt ist.
Respekt an die, die hier annähernd irgendwas finden. Das da oben ist übrigens auch wieder ein Designfehler, weil mit Luigi kann man da nicht alle Münzen rausholen oder bekommen. Die sind immun gegen Feuer. You can walk on the dead spikes without getting hurt. Was? Was? Das macht absolut keinen Sinn. Warum macht man solche Designentscheidungen? Das ist... leicht unlogisch und das ist... da drüben ganz eindeutig so ein SMB-Bowser gewesen. Okay, jetzt sind die Stacheln nicht mehr tot. Ich krieg keine Panzer. Ist aber dann noch irgendwie lebend zurück. Ja, nee, ist klar. Panzer, scheiße. Okay, ich hätte sehr gerne Power-Up an der Stelle jetzt mal. Krieg einen Arschtritt. Ist hier was? Natürlich auch nicht. Wieso frage ich eigentlich? Was hat mir das Ganze da drüben jetzt eigentlich gebracht? Also das ernst gemeinte Frage. Mit Tanuki will ich darüber kommen. Aber ich komme mit Luigis langem Sprung darüber, okay? Ein Pilz! Yes! Okay. Und das hier unten war jetzt nur für einen Pilz. Ja, super. Ich weiß immer noch nicht, was mir das gebracht hat. Da komme ich immer noch nicht rein. Das hier bringt mir auch nichts. Aber irgendwas muss mir das da drüben doch gebracht haben, oder? Ist klar, dass man da drauf laufen kann. Konnte man auch voll wissen. Geiles Design. Okay. Und das ist schon mal ein Exit-Star. Hätten wir den schon mal gefunden. Und ich war ja gerade echt in Panik, dass mich da doch irgendwas trifft. Also, ja, es war ein sehr schisshafter Spielstil von mir gerade, aber... was soll's, hier kommt man nur hier runter. Gut, dann werde ich mir mal kurz... oh, hier kommt man mit 94 gern rein. Okay. Ich werde mir mal kurz ein paar Power-Ups besorgen. So, ich habe mich mal kurz im Level-Editor informiert, wo hier noch die anderen Secret Stars sind. Wie ich schon vermutet habe, in der größeren Sektion sind zumindest die Warps zu den beiden Sternen zu finden. Der zweiten. Ich sage mal kurz den Level-Editor beendet, damit es nicht ganz so leckt. Und es hat einfach wirklich was mit, wie ich die Switches einstelle, zu tun. Klar, war relativ offensichtlich, dass es damit was zu tun hat. Natürlich habe ich jetzt direkt den Tanuki verschenkt.
Der wäre wichtig gewesen beim ersten Stern. Aber wäre, wäre Fahrradkette. So, und zwar muss ich dafür erst nach oben. Dann diesen Switch aktivieren und dann komme ich zu einer anderen Passage. Da ist direkt ein Exit Star. Der Secret Star befindet sich einfach nur unten in dieser Sektion hier. Natürlich auch kein Tanuki. Das ist alles relativ am Anfang des Levels, deswegen nicht so schlimm, wenn ich hier sterben sollte. Nervt natürlich trotzdem, aber was soll's. Ja, eine Feuerblume bringt mir relativ wenig. So, es ist immerhin kein schneller Lift. Das ist schon mal der Vorteil. Okay, im Level-Editor selber sah es schlimmer aus hier. Das geht sogar eigentlich. Runter. Okay, geht beides. Oben wird man halt vom Koopa überrascht werden. Da hat die Feuerblume sogar jetzt richtig was gebracht. So. Also einfach ist das nicht, aber hab's mir schlimmer vorgestellt, als ich es gesehen habe. Und das war's. Glaube ich, oder? Nee, doch noch nicht. Da kam noch was. So, danke für die Feuerblume. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee, da kam nichts mehr. Gut. Und das ist der relativ einfache Secret Exit Star in dem Level. Fehlt noch der normale Secret Star. Wie genau ich da jetzt hinkomme, weiß ich nicht, aber ich weiß ungefähr, wo er ist in der Röhre. In der unteren Passage im Level. Hier war eine Feuerblume, ne? Ja. Recht uninteressant. Ja, natürlich, jetzt komme ich ohne Fehler durch. Ist klar. Ein bisschen spät gegebenenfalls. So. Und zwar muss man jetzt nach Jans unten. Noch nicht hier. Aber hier. Scheiß auf den Gegenhit. Natürlich sind beide Fuzzies genau übereinander gestapelt. So geht das. Und ich weiß, dass der Cut gerade scheiße gesetzt war. So, Live-Cut lässt grüßen. Ich setze die ganzen Cuts ja immer hier schön mit meiner Tastatur. Mit den Num-Tasten. Weil ich relativ wenig Zeit habe fürs Schneiden von Videos. Ansonsten müsste ich das Ganze hier uncut hochladen. Also beschwert euch da mal lieber nicht. So. Und hier ist eine versteckte Röhre. Mit einer kleinen verdammten Jump'n'Run-Aufgabe. So, und weil ich jetzt intelligent bin, mache ich Folgendes. Weil wir haben 86 Leben jetzt noch, plus das Nuller-Up. Dann kann man sich so einfach aus dem Level rausschleichen. So, das ging heute eigentlich relativ gut. Dafür, dass hier, wie hieß es, Koopa's Kids Fleet so lange gebraucht hat, haben wir heute schon hier mit dem Minator-Level angefangen. Und mit Nightmare Lair geht es dann auch im nächsten Part weiter. So, und eine kleine Frage, die ich jetzt stellen möchte, wo wir hier gegen das Ende des Parts einmal zugehen. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Habt ihr noch Lust auf mehr SFX-Episoden oder soll ich das lieber mal so ab und zu machen? Weil SMBX ist natürlich hier, ja, ist ein Fangame, bietet viel. Aber ich weiß nicht, ob ihr dann immer gesättigt seid oder nicht. Das könnt ihr gerne mal kurz in die Kommentare schreiben. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Wobei ich jetzt mit der Frage am Ende des Parts wahrscheinlich genau die anspreche, die sich das hier bis zu Ende angeguckt haben. Naja, was soll's. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.
bis zum nächsten Part. Und hier seht ihr übrigens meine normale Power-Up-Route. Einmal hier oben das Power-Up holen in der Regel. Und hier drüben noch. Ja, wen es interessiert, so komme ich immer an meine Tanukis. Und den Hammerbrüder hole ich mir hier aus diesem Level. Aus dem Schneelevel. Ja, hätten wir dieses Mysterium auch mal geklärt. Bis zum nächsten Part und ciao.